Starten wir mit dem ersten Kapitel, reelle Zahlen. Und da schauen wir uns zuerst einfach einmal an, wie man denn dazu gekommen ist. Am Anfang hat man einfach genommen, was da war. Und das waren zum Beispiel die Finger, keine Finger, ein Finger, zwei Finger, drei, vier, fünf Finger und so weiter. Oder Stücke, die halt so herumliegen. Eine Schraube, zweite Schraube, dritte Schraube, vierte Schraube, fünfte Schraube. Das nennt man dann die natürlichen Zahlen. Man kann sich dann schon fragen, gell, was ist denn weniger als nichts? Also weniger als wie kein Finger geht ja nicht. Und weniger als keine Schraube geht ja auch nicht. Aber für manche Sachen hat man sich dann da was einfallen lassen müssen. Ein Beispiel kann ich ja zeigen. Wenn man sich das anschaut, da hat es 0 Grad, 5 Grad, 10 Grad, das ist ja alles mit unseren natürlichen Zahlen da zu beschreiben. Aber wenn es kälter wird, hat man ein Problem gehabt. Ich meine, da steht jetzt 10 und 20, aber da steht noch was Wichtiges. Die beiden Vorzeichen. Man hat also die natürlichen Zahlen, die da, erweitert um negative Zahlen. Aber man sieht schon die Striche, das waren immer noch ganze Zahlen. 1 Grad, 2 Grad, 3 Grad, 4 Grad, 5 Grad. Wenn wir uns das anschauen, dann haben wir jetzt den Bereich der ganzen Zahlen. Ein Teil davon sind die natürlichen Zahlen. Und um sie da zu unterscheiden, haben wir die beiden Vorzeichen, Plus und Minus. Im Unterschied dazu gibt es auch Rechenzeichen, die uns angeben, was wir mit den Zahlen machen. Nämlich Plus, Minus, mal dividiert.